Wie ist der Inhalt der fünften Lektion aufgebaut? Ich zäume das Pferd ein wenig von hinten auf, denn ich gehe nicht ganz der Reihenfolge nach, wie man es normalerweise jetzt im Projekt machen würde, sondern ich fange gleich an mit der Bemaßung und Beschriftung. Das heißt, ich setze schon mal voraus, dass das Layout da ist und alles schon eingestellt ist. Und ich mache das deshalb so, weil ich glaube, dass Bemaßung und Beschriften für Sie am Anfang noch mit am kompliziertesten ist. Und am Anfang sind Sie alle noch ein bisschen frisch von der Motivation her. Und deswegen tue ich immer das Schwierigste am Anfang machen. Das ist so ein bisschen meine Idee. Deswegen fange ich mit Bemaßen und Beschriften bereits in einem bereits vorgefertigten Layout an und zeige Ihnen dann erst im zweiten Teil, also hier, wie kommt man überhaupt zu so einem Layout? Wie erstellt man das? Das ist dann der Inhalt des zweiten Teils, wie ich zeige Ihnen, wie man ein Layout im AutoCAD erzeugt, wie man hier einen Rahmen einfügt, wie einen Plankopf und dann die verschiedenen Ansichtsfenster, wie man es auch ein bisschen aneinander ausrichtet, damit das auch funktioniert und ein bisschen schön aussieht. Und im dritten Teil gehe ich dann noch mit Ihnen nochmal durch die ganzen Geschichten mit den Drucken. Das heißt, wie druckt man das Ganze, zum Beispiel wie ein PDF oder auch ein DWF oder auf das Ganze auf dem konventionellen Drucker bzw. auf dem Plotter und in Papier. Wie gesagt, das ist die Reihenfolge der fünften Lektion. Seien Sie also nicht irritiert, wenn man gleich am Anfang erstmal anfängt mit Bemaßen und Beschriften und das Layouten erst später zeigen werden.